So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix mit mir, dem Ameisenkönig, Ariel, Donald und mir. So. Oh, der Hai. Zum letzten Mal treffen wir dich. Also, auf ihn, Leute. Los, gib ihm. Gib dem los, schnell. Wir müssen jetzt einmal Atlantica retten. Einfach so. Weil Ursula sich des Dreizacks bemächtigt hat von Triton, dem Herr des Gewässers hier. Oder der Gewässer allgemein. Nein, gib dem doch. Das letzte Mal, wo wir den Hai jetzt hier treffen, glaube ich. Und ja, dazu müssen wir jetzt Ursulas Grotte erstmal finden, die sich hier... Oh, der ist dagegen geknallt, wie geil. Dazu müssen wir die erstmal finden. Ja, es lässt sich, glaube ich, schwer finden, wenn man nicht weiß, wo das ist. Aber ich weiß es. Boah, Gott, ist das behindert. Ich hasse Unterwasserkämpfe. Schnell. Ah, nein. Er gibt mir einfach so und ich kann nicht kontern und blocken. Na, los, gib ihm. Jawohl. So. Take that. Ah, er lässt auch Items wieder da. Super. Wir müssen jetzt dafür einmal nicht zurück ins Wrack, sondern das, was wir da gesehen haben, dort. Ja, wir untersuchen das jetzt mal. Genau, da ist nämlich ein Schalter. Brauchst du Hilfe? Ich zeige dir, wie es geht. Jetzt, wo Sebastian auf unserer Seite ist, können wir problemlos hier zu Ursulas Grotte kommen. Ich weiß gar nicht, wo man sonst den Hinweis bekommt, dass man hier wieder hin muss. Ich weiß es nicht. Ich glaube, von Fabius wieder in Ariels Versteck. Oh nein, Herzlose! Oh, wie Sebastian es gesagt hat, kommen die Herzlosen aus Ursulas Grotte. Okay, wir wissen ja auch durch die Sequenzen von und mit Malefiz, dass Ursula mit denen unter einer Decke steckt und wahrscheinlich auch dadurch ja, die Kraft zur Kontrolle der Herzlosen bekommen hat. Wir gehen erstmal nach rechts. Entschuldigung, wir schwimmen nach rechts. Oh Gott, ich muss total umdenken. Wir schwimmen ja nach rechts. Um uns mal hier kurz breit zu machen, im Meeresrefugium heißt es hier, um zu speichern. Ganz einfach. Ganz schlicht und einfach. So. Zup. Ah. Irgendwie verchecke ich das jedes Mal irgendwie, die Items im Menü zu benutzen, wie zum Beispiel Hütte oder sowas, die außerhalb des Kampfes unsere gesamte Gruppe heilen. Ganz ehrlich, ich habe noch nie was davon benutzt, weil ich immer nur bei den Speicherpunkten heile. Und wenn kein Speicherpunkt da ist, ich einfach bis zum Tode kämpfe. Man kann ja wirklich hier im Moment, ich kann es euch mal kurz zeigen, in der Truhe haben wir solche Camper-Set. Hütte, Zelt, Schutzengel, mit der man, Abwehrkraft steigt um 1, kann nur im Menü benutzt werden. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, die benutze ich mal für mich mal. Oh ja, ich bin so grausig. Okay, Schutzengel gilt, glaube ich, für immer. Aber sowas hier, Camper-Set, volle LP-Heilung der Gruppe. Volle LP und MB-Heilung der Gruppe. Volle LP-Heilung der Gruppe. Das kann man benutzen, wenn man außerhalb des Kampfes ist, aber ich benutze das eigentlich gar nicht. Weiß nicht, wieso. Ich bin so angewöhnt. Okay. Zu Ursulas Grotte geht's hier lang. Und gleich sehen wir auch diesen schönen Eingang mit diesen verfluchten Kunden von ihr. Im Film hilft sie ja mehreren Leuten und da die sie irgendwie austrickst im Vertrag immer. Oh, werden zu solchen Viechern da unten, zu solchen... Oh Gott, ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber irgendwelche Verfluchten. Zu einem Dasein in Ekelhaftigkeit und... Hier, guckt euch die Viecher an. Oh, wie grausig. Ah. So, also Ursula, stell dich uns. Komm her und zeig dich. Deine Zeit ist gekommen. Dingenswummens. Sebastian erschrecken sich einfach nur, weil sie eine Grimasse zieht. Oh ja, wegen den Aalen. Die nennen sich Flotsam und Jetsam in der alten Synchronisation des Filmes und in der neuen. Los! Auf Magie. Ah! Nein, sie gibt mir. Und in der. Ach du Scheiße. In der neuen heißt es Meerschaum und Abschaum. So, schnell! Gibt entweder. Ja, am besten Ursula, weil.
Triton hat uns ja den Tipp gegeben, auf dieses, auf den Kessel mit Magie einzuwirken. Wirkt anscheinend, ja. Los! Drauf! Jawohl! Klatsch, 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 klatsch! Ohrfeige, Ohrfeige! Nein! Jetzt können wir sie wieder nicht angreifen. Ah! Können aber auch mehr schon mal ab, schon mal einfach plätten. Ob das so einfach geht, weiß ich gar nicht. Check this. Die klingen echt wie Raucher. Nein, die sind wieder geheilt worden. Okay. Dann jetzt auf den, auf das Teil hier anwenden. Los, Donut, du kannst deine Magie benutzen. Ich glaube, Blitz wirkt am besten, wenn man dann am besten trifft. Nein, ich habe keine Magie mehr. Schnell. Du hast auch gar keine Magie mehr. Verdammt nochmal. Und ich habe gar gleich gar kein Leben mehr. Nein. Nein, jetzt habe ich schon wieder keine Magie. Was ist das denn? Nein. Ich habe gar keine Magie mehr. Ich bin echt verloren. So angreifen kann ich, glaube ich, gar nicht, oder? Nein. Donald, greift doch irgendwen an. Scheißegal. Ursula von mir aus auch. Ah, jetzt kann ich sie angreifen. Aber wenn sie sich dreht, nicht. Okay. Verdammt nochmal. Aber durch jeden Schlag kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Ach, Erfahrungspunkte MP wieder. Geschenkt. Super, jetzt kann ich wieder angreifen. Oh ja, das hat schon gereicht. Geil, los, gib dir. Der Ollen da, meine ich. Der da. Los, Ariel, klatsche hier richtig eine. Bleibt dran, Jungs. Mädels. Jungs und Mädels. Jungs und Enten. Nee, Mädels und Enten. Oh Mann, wäre ich jetzt hier... Ah, mit Beinen hätte ich dir so solche geilen Kombos gegeben, aber... Ich will einfach nicht. Nein! Okay, jetzt drauf da, los! Nein, ich habe wieder keine Magie. Oh. Ja, gleich habe ich genug Magie, wenn ich die fertig gemacht habe. Ja, das sollte reichen. Okay, los! Nein, runter muss ich hier... Eis. Nein, ich habe wieder keine Magie mehr. Aha. Das regt mich ja echt total auf. Nicht den anvisieren, nein. Ja, den da. Ah, oh. Oh, danke. Ich wollte gerade schon ein Item benutzen. So. Ja, jetzt sollte ich genug haben. Nein. Doch, den hier. Ach so, jetzt. Das sollte jetzt reichen. Nein, immer noch nicht. Ah, oh, gib mir doch irgendwie zum Kloppen. Jetzt ist das wieder. Toll. Super, danke. Nein. Ich komme mit der Schwimmsteuerung komme ich überhaupt nicht klar. Grausig, das. Die Steuerung. Los. So, ich brauche noch zwei blaue Felder oder zwei MP-Punkte wieder. Dann kann ich wieder zaubern. Los. Na los, gib mir doch... Ah, super. Alles klar, Magie wieder. Das könnte es gleich schon gewesen sein. Und... Jawohl. Gib der Ollen schnell. Das könnte es gewesen sein. Los, schnell. Bevor sie sich wieder erholt. In die Ecke drängen und gib ihr. Die hat echt verliebt mit ihren ekligen Tentakeln, ey. Boah. Nein, jetzt hat sie wieder geheilt. Boah. Halt mich jemand, halt mich jemand. Oh Gott. Manchmal sehe ich echt keine Option, als mich hier mit Vita zu heilen. Keine andere Option, meine ich. Beim Eifer des Gefechts bin ich halt einer, der schnell meine MP-Punkte... Ah, verbraucht. Stirb doch endlich, du Dreckiger. Ah, verdammt. So. Kann ich sie vielleicht wieder angreifen? Nein, immer noch nicht. Wo ist denn das Vieh, meine ich? Nee, auch schon. Zap. Reicht es immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Jetzt aber noch ein Zauber. Dann dürfte es hinhauen. Nein, ich habe verfehlt.
Oh Gott. Bitte halt mich doch. Oh. Jetzt aber. Immer noch nicht. Ja, das Auto anwidern, das kackt mich gerade total an, weil ich hier... Ah! So, die beiden Aale amüsieren wollte. Und runter. Eis. Jetzt Eis. Genau. Oh, schon besiegt. Cool. Alle eine Stufe aufgestiegen. Werdet ihr mir büßen! Gehen wir. Wir müssen den Dreizack zurückholen. Gruppenability Nixenflosse erhalten. Um gegen die Strömung zu schwimmen, musst du das hier anlegen und Kreis mehrmals hintereinander drücken. Jawohl, jetzt können wir endlich schneller schwimmen. Oh Gott. Bringt zwar nichts im Eifer des Gefechts, weil man dort eh sich so gut bewegen kann wie ein Holzstück im Wasser, aber ist egal. So, ich zeige euch das mal eben. Nixenflosse, whoop. Jawohl, so schnell. Ja, Ursula hat irgendwie in diesem Kampf nicht ihren Dreizack benutzt. Ich verstehe nicht, wieso man hier zwei Kämpfer hat machen lassen. Einfach nur vielleicht, um die Grotte zu zeigen. Weil hier ja Ariel im Film eigentlich hinkommt, um den Vertrag zu schließen, der sie zum Mensch macht. Aber, ach, hier sind ja wieder Herzlose. Oh Gott, hier umgehe ich mal ganz schnell. Um mal eben zu speichern. Ja, der Kampf wird jetzt richtig hart. Gegen die richtige Ursula oder die böse Ursula. Das war gerade noch die liebe Ursula. Schwer zu glauben, aber ist wirklich so. Also, erst einmal, jawohl, speichern. Zum Glück sind wir erst bei 12 Minuten. Das passt nämlich, glaube ich, perfekt. Obwohl der Kampf auch länger dauern könnte. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wie man die Olle besiegt. Das ist schon lange her, war der. Und beim Aufnehmen mit den Sequenzen habe ich das ganz einfach so gemacht, dass ich mir einen Cheats geholt habe und mich unsiegbar gemacht habe, weil ich das so schnell wie möglich halt durchspielen wollte, das Spiel. Es war halt trotzdem lange, aber jetzt... Ursulas Kampf ist wirklich einer der heftigsten, finde ich. Aber kommt drauf an, auf welchem Level wir uns befinden. Oh Gott, schnell... Items hier noch reinballern. Aether. Was habe ich sonst noch hier? Elixier. Oh, Elixier. High Potion. Ich glaube, da tue ich lieber noch ein finales Elixier rein. Jawohl, wieso nicht? Donald hat ja gar nichts. Donald kann auch ein bisschen Aether gebrauchen. Aether, jawohl. Und noch ein bisschen... Ah ja, eine Potion. Wieso nicht? Ach, wieso nicht zwei? Komm. Falls wir wirklich alle Stricke reißen. Hat Ariel überhaupt noch Items? Ariel hat auch gar nichts. Die verballert das, glaube ich, genauso schnell wie Goofy. Schnell. Nein, das, ja, das sollte reichen. Hoffe ich mal. Okay. Ich hoffe, wir sind gewappnet für Ursula. Ich zeige euch mal eben, wo es hergeht. Das Problem ist auch, Ursula einfach zu finden. Ich glaube, mich zu erinnern, als ich damals das Spiel als Kind gespielt habe, nicht zu wissen, wo man Ursula jetzt findet. Ich glaube, Fabius gibt wieder einen, den Tipp zurück im Versteck von Ariel, aber das ist total ein Umweg, weil sie direkt hier ist. Also hier bei der Strömung. Es geht ja um die Strömung. Deswegen haben wir die Nixenflosse bekommen und deswegen müssen wir dort unten hin. Und na komm schon. Jawohl. Ja. Klappt. Alles klar. Haltet euch fest. Jämmerliche Narren! Ich herrsche jetzt über die Meere! Das Meer und seine ganze Beute verbeugen sich vor meiner Macht! Oh Gott, jetzt sieht man erstmal richtig, wie hässlich sie ist. Schnell, Leute, Angriff! Man muss hier aufpassen, weil die ganze Zeit diese Blitze verschleudert und dann auch noch solche Blasen wegschleudert. Oh Gott. Was macht sie denn jetzt? Oh nein! Sie saugt einen ein. Schnell, Leute, greift sie an! Ein Tipp von einem Kollegen, der es gespielt hat, der hat mir gesagt, man könnte sich der Krone einklemmen. Hat bei mir eigentlich auch manchmal funktioniert.
wenn ich hinter sie kommen würde. So, jetzt mal dahinter sie einfach kommen. Kann man nicht ihren dicken Hals, ihren dicken Schweinehals angreifen. Los! Jawohl, das klappt ja. Oh Gott. Aber die Blitze treffen mich dafür, weil ich nicht in Bewegung bin. So, wie kann ich damit mich bei der Krone einhaken? Ah, Krone, komm! Und nein! Sie bewegt sich. Oh, jetzt kommt dieser böse Strahl. Oh Gott. Den kann man echt schwer entgehen. Ich probiere es mal mit dem Hals weiter. Ah, obwohl das ja wirklich gefährlich ist hier. Nein, schnell! Oh gut, danke, Donald. Oh nein, jetzt hat sie mich im Visier. Scheiße. Nein, 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 nicht. Nein, oh Gott. Hilf mir doch wer. Jetzt will sie mich einsaugen. Oh Gott. Du verlasst mich nicht, Liebe. Oh Gott, gerade noch so klappt. Super. Was macht sie jetzt? Oh, jetzt will sie mich wieder einsaugen, ey. Unglaublich. Wie widerlich ist das? Das ist, die will mich fressen. Hallo, stellt euch das mal vor. Ah, very tasty. So, jetzt komm, ich will einfach nur an sie ran, aber sie bewegt sich die ganze Zeit. Oh nein, jetzt macht sie ihren dicken Strahl, schnell! Los! Oh Gott, das war knapp. Jetzt kann ich hinter sie kommen, schnell! Nein, 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 nein! Oh Gott, das war... Ach, du Scheiße, ist das knapp hier. Das Problem ist, dass sie in dieser Form gar keine Schwachstelle hat, sozusagen. Also, dass sie nicht wie eben betäubt werden kann, indem ich den Kessel angreife. Hier müssen wir einfach so lange drauf haben, wie es geht. Oh Gott, ich muss gleich mal irgendwie... Ariel heilen, Donald heilen, ja. Oh, jetzt war sie gerade. So ein bisschen betäubt. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, jetzt ist er erschöpft. Das ist ja nicht betäubt gerade, aber irgendwie schon. Oh, verdammt. Okay, kann ich mal irgendwie Ariel heilen? Nein, 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 nicht mich. Nein, nicht mich angreifen, nein. Der dicke Strahl. Heftig. Jetzt ist er erschöpft. Los, angreifen. Oh nein, jetzt. Oh Gott. Egal. Angreifen. Oh nein, die Blasen könnten mich erwischen. Oh Mann, das wird echt heftig hier. Ich glaube, ich muss mal Donald einfach ein bisschen Äther geben. Heil mich, Donald, schnell. Oh, danke. Nein, ich habe selber keine Magie mehr richtig. Ich glaube, ich sollte mal irgendwas wie Pfeile Elixier einsetzen, oder? Ja, es wird... Nee, doch, wird mal Zeit. Los. Jawohl! Greift an, Leute! Aua, die hat mich gebissen. Sogleich haben wir es aber. Oh, oh, scheiße, schnell weg. Ich kann leider meine Leute nicht abkommandieren. Aber, ah, wenigstens kann er mich in Sicherheit bringen. Nein, oder doch nicht. Nicht schon wieder. Oh Gott, sie erwischt mich ja trotzdem noch aus der Entfernung. Lass mich da mal weg. Oh. Wann ist sie wieder erschöpft? Oh nein, nicht wieder der Strahl. Schnell weg. Oh, die machen das echt gut. Guck mal, wie wenig Leben Ursula nur noch hat. Jetzt. Angriff. Oh, ich muss hochkommen. Na komm schon, eine kommen wir noch. Nein! Was ist das denn? Kurz vor Schluss macht ihr mich fertig. Ey, ich glaube, ich spinne hier. Ach du Scheiße. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Mann, wieso halt Donald mich nicht? Ich habe die extra alle geheilt. Ja, leck mich doch am Sack. Okay. Ich schneide hier und dann sehen wir uns am Ende des Kampfes wieder. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt extra gewartet, dass ihr den Strahl macht und jetzt erschöpft es. Und jetzt gib ihr. Jawohl. Endlich, du schrumpelige Oma. Oh.
Vater, es tut mir so leid. Bitte, seien Sie nicht böse mit ihr. Es ist meine Schuld. Du bist Ursula gefolgt, weil ich nicht wollte, dass du deinem Herzen folgst. Und als du den Kristall gefunden hast, habe ich ihn vor Wut zerstört. Ja, warum haben sie den Kristall eigentlich zerstört? Er hatte die Macht, das Schlüsselloch zu offenbaren. Das Schlüsselloch ist gefährlich. Ich musste euch von ihm fernhalten. Vater. Träger des Schlüssels, ich habe noch eine Bitte. Versiegele das Schlüsselloch. Mein Dreizack kann ebenfalls das Schlüsselloch offenbaren. Wirst du es tun? Natürlich. Das hatten wir sowieso vor. Wo ist das Schlüsselloch, Vater? Das solltest du doch am besten wissen. Es ist in deinem Versteck. Wirklich? Gehen wir, Sora. Die Kraft des Stroms erhalten. Blitz hat sich zu Blitzra weiterentwickelt. Und Anzimbericht 3 erhalten. Oh, die Anzimberichte müssten wir auch eigentlich mal durcharbeiten. Leider wird die Folge keine 22 Minuten lang. Ich glaube, wir sind jetzt bei 22 Minuten. Aber dafür haben wir die Welt dann komplett abgeschlossen. Deswegen hurtig, hurtig schnell zu Ariels Versteck. Mit der nächsten Flosse geht das ja richtig zackig hier. Wo? Ach da. Genau. So, ich weiß immer noch nicht, wie ich da unten hinkomme. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal umschauen irgendwo. Irgendwie. Aber Hauptsache, wir haben das Schlüsselloch gefunden. So. Erzähl mir, Sora. Deine Welt. Wie ist sie? Oh, das mit, ich hab dich angelogen. Tut mir leid. Es ist okay. Aber wenn du zu anderen Welten reisen kannst, kann ich das vielleicht auch. Es gibt so viele Orte, die ich sehen will. Eines Tages. Ich werde einen Weg finden. Irgendwie. Ich bin mir sicher. Nun, wenn du ihn findest, tu mir den Gefallen und lass mich aus dem Spiel. Dies ist aus meiner Sammlung. Ich schenke es dir. Sora hat Maritim erhalten. Ein neues Schlüsselschwert. Ich glaube, das ist irgendwie Dreck, aber schauen wir uns das mal an. Maritim ist ein... Hey, das ist ja... Moment mal. Besser als die Wunderlampe? Moment mal. Ehrlich? Maximum MP steigen um 1, Angriffskraft von Magie und Rufen steigt. Na gut, oh, ich habe übrigens den Exterminator bekommen von Merlin. Ich habe Merlin mal angesprochen. Ja, aber Wunderlampe hat mehr. Eine hohe Trefferquote und höhere Durchschlagskraft. Ich glaube, ich benutze trotzdem dann die Wunderlampe in den nächsten Welten. Jetzt werden wir dann in der nächsten Zeit ja wieder auf unseren Beinen verbringen. Und das wäre es soweit von mir mit Kingdom Hearts Final Mix mit der Welt von Ariel. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, trotz des kleinen Abnipplers, sage ich mal so. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Winnie Pooh wahrscheinlich. Wir haben in der letzten Folge ja eine verlorene Seite bekommen. Deswegen macht's gut. Tschüss.